Die deutschen Anime-Songs, die zur RTL-2-Ära entstanden sind, haben einen absoluten Kultstatus, der auch nach all den Jahren nicht abgebrochen ist oder sogar im Gegenteil aktuell wieder am Steigen ist. Was der perfekte Moment ist, das fortzusetzen, was ich vor circa 2 Jahren begonnen hatte. Nämlich zu schauen, was die damaligen Sänger und Sängerinnen der Anime Allstars über die Jahre so getrieben haben, nachdem das letzte physische Album erschienen ist. Denn sind wir ganz ehrlich, es war einfach eine geile Zeit mit den ganzen deutschen Anime-Songs, die uns damals bei jeder Serie begleitet haben. Sei es das Dragon Ball Opening Chala He Chala, das Detective Conan Opening Nur Fragen in meinem Kopf oder das Monster Rancher Opening Frei wie der Wind. Das Feeling, den Fernseher anzuschalten und eines dieser legendären Lieder dröhnt durch die TV-Lautsprecher. Einmalig. Dazu kommen noch die unzähligen Eigenproduktionen von Arts of Toyko, die unter der Führung von Andy Knote in den ganzen Alben dabei waren und mindestens genauso mitgezogen haben wie die deutschen Umsetzungen der japanischen Songs. Und ich gehe davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt. Bei dem ersten Part hatte ich euch ja unter anderem bereits Fred Röttcher, Ron van Lankeren, Frank Schindel oder auch Tina Frank gezeigt. Doch bevor wir mit dem nächsten weitermachen, gibt es ein kleines Update, welches sich über die letzten Monate ergeben hat. Und zwar zu Petra Scheser. Sie ist unter anderem bekannt für die Ranma an Hype-Openings, Übers Meer aus One Piece oder auch den Detective Conan-Openings Mit aller Kraft oder Ich kann nichts dagegen tun. Dem Internet und ihrer Tochter Julia Scheser sei Dank gab es tatsächlich ein Revival. Und der Anstoß war nicht mal durch einen Anime-Song, sondern dem Opening der Serie Wings Club, Heller als Licht. Das deutsche Intro zu der immer noch sehr beliebten Reihe, welches ebenfalls von Arts of Toyko produziert wurde, wurde nämlich von Petra Scheser eingesungen. Der Song ging nochmal kräftig in den Social-Media-Kanälen viral und somit wurde gleichzeitig Petra Scheser mit Nachrichten förmlich bombardiert. Positiv gemeint natürlich. Daraus ergab sich letztendlich ein Live-Auftritt auf der Düsseldorfer Anime-Convention Dokumi, bei dem ich zum Glück auch dabei sein durfte, und zuletzt sogar auf der Max in Berlin. Dort hat sie einige ihrer Anime-Lieder gesungen, die sie mit der Unterstützung von Andy Knote wieder zugänglich machen konnte. Und ohne Mist, ich hatte Gänsehaut während des Auftritts. Damit aber noch nicht genug, denn im April 2024 gibt sie das erste richtige deutsche Anime-Hits-Konzert zusammen mit ihrer neuen Band. Das Ganze wird im Backstage-Werk München stattfinden, welches wohl gute 1200 Personen fassen kann. Aktuell sind dafür noch Karten zu bekommen, den Link dafür packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, sowas noch erleben zu dürfen, aber es wird wirklich passieren. Und ich hoffe, es wird nicht das letzte Konzert dieser Art sein. Deswegen lasst uns die Hütte voll machen. Dass sowas gut ankommen kann, hat Italien mit ihren eigenen Anime-Songs bereits in der Vergangenheit bewiesen, dazu aber mal in einem anderen Video mehr. Von Petra Scheser kommen wir zu Andreas bzw. Andy Baseko oder bei den Anime Allstars auch bekannt als Neueinsteiger. Andy zählt für mich zu einem der unterschätztesten Anime Allstar-Sänger, was wahrscheinlich daran liegt, dass er nur wenige Intros eingesungen hat. Doch wir kennen seine Stimme zumindest aus dem Opening von Flint Hammerhead oder er war auch bei dem Opening von Duel Masters dabei. Im Prinzip ist er immer dort aufgetaucht, wo Andy Knote jemanden für Sprechgesang bzw. Rap-Parts brauchte. Dann kam er unter seinen Künstlernamen Neueinsteiger und brachte Werke wie Devimon zum Leben. Wenn es dann um Gesang ging, tauchte er meistens als Andy B. auf und lieferte einige meiner absoluten Lieblingssongs ab. Sowas wie Blauer Planet oder Unten am Fluss aus den Dragon Ball Z-Alben und nicht zu vergessen das fantastische Garten des Lichts vom Pretty Cure-Album. Doch auch seine Familie hat an den Anime-Songs mitgearbeitet. Einmal sein Bruder Ingo Baseko und Jörn Baseko, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob er ebenfalls sein Bruder ist. Die beiden haben fleißig an einigen der Texte mitgeschrieben, wie bei dem Song Devimon oder Ich möchte bei dir sein aus dem Monster Rancher Album. Noch innerhalb der Anime Allstars-Zeit hatte Andy zusammen mit Martin Glück die Band Campus gegründet, die in Richtung Indie-Pop einschlug. In dem Studio seines Bruders Ingo haben sie 2002 sogar eine EP aufgenommen und vertrieben. In der Band übernahm Andy ebenfalls den Gesang, doch bereits 2007 löste sich die Band wieder auf. Seit 2006 arbeitet er für den Bayerischen Rundfunk und blieb auch dort irgendwie der Musik treu. Denn dort hat er unter anderem die Leitung der Newcomer-Förderung bei PULS bzw. Bayerischer Rundfunk sowie die Leitung für das PULS Open Air. Ein Festival bei München mit Workshops, Partys, Live-Podcasts und neuer Musik aus Bayern, Deutschland und der Welt. Damit ist er selbst leider nicht mehr oft vor der Kamera oder Mikrofon zu sehen bzw. zu hören. Aber seinen Namen liest man trotzdem noch häufig. Es sei denn, er hält wie bei den Medientagen München ein Panel, dann sieht man ihn doch mal vor der Kamera. Als nächstes kommen wir zu Conny Kreitmeier bzw. besser bekannt als Conny K. Mit ihrer unglaublich kraftvollen Stimme hat sie uns das Detektiv Conan Intro Lauf durch die Zeit eingesungen, welches echt unter die
Haut ging. Aber auch bei den Eigenproduktionen hat sie einige Kracher dabei gehabt, wie Septembermond vom Digimon Tamers Album oder mein Favorit Geh deinen Weg vom zweiten Digimon Adventures Album. Wie viele der damaligen Truppe ist auch Conny durch Anni Knote in den Gesangspool der Anime Allstars gelandet. Und schon zu dem Zeitpunkt war sie voll im Musikgeschäft tätig, was sich auch nach dem Ende der Anime-Zeit bei RTL 2 nicht änderte. Was bedeutet, dass ihr sie immer noch singen hören könnt. So hatte sie von 2012 bis 2020 die Studioband Stimmungsbüro Kreitmeier, wo sie zum Beispiel als feste Studio- und Liveband der Kabarettsendung Schleichfernsehen mit Helmut Schleich regelmäßig im bayerischen Fernsehen zu sehen war. Von 2006 bis ebenfalls 2020 war sie in der Coverband Eure Freunde zu hören. Oder bis 2017 auch im Franz David Baumann Quintett, wo sie Jazz- und Bluesmusik zum Besten gab. Und das waren nur drei ihrer unzähligen Projekte, die sie am Laufen hatte, beziehungsweise immer noch am Laufen hat. Da waren neben dem bayerischen Fernsehen auch noch TV-Auftritte bei ZDF, WDR, Dreisat, NDR oder Sat1 dabei. Und auch aktuell ist sie zum Beispiel mit der Band Conny K. und The Boosters regelmäßig zu hören. Also neben Petra Schäse habt ihr bei Conny die wohl größte Chance, eine Anime All-Star-Sängerin live zu hören. Auf ihrer Website könnt ihr euch auf den aktuellen Stand halten, wo ihr ihr als nächstes lauschen könnt. Daneben gibt sie auch Gesangsunterricht, schreibt Songtexte oder ist als Studiosängerin unterwegs. Schon unglaublich, wie viele Projekte sie ins Leben gerufen hat oder mitgewirkt hat bzw. immer noch tut. Allein die Sachen komplett durchzugehen, würde ein gesamtes Video füllen. Doch wir müssen weitermachen und deshalb kommen wir zu Sina Szymanski. Sie dürfte vor allem für das Pretty Cure Opening Nur wir beide und das Ending Träume, die ich hab, welches sie zusammen mit Petra Schäser gesungen hat, bekannt sein. Sina hat sich zwar nach all dem nicht komplett der Musik abgewendet, da sie weiterhin auf Events gesungen hat wie Hochzeiten, doch ihr Fokus hat sich deutlich gedreht. 2012 war sie zusammen mit anderen Musikern in Rosenheim bei der vierten Auflage der Konzertreihe Musik am Salimplatz zu hören. Oder hat sich der Kampagne Ganz Jung, Ganz Alt, Ganz Ohr gewidmet, bei dem das Thema die Begegnung junger und alter und auch pflegebedürftiger Menschen ist, wofür sie auch einen Song gesungen hat. Doch wie sie 2014 im Interview beim Kieler Jugendradio sagte, welches von Nicole Adloff und dem lieben Erik alias Sagma TV geführt wurde, ging ihr Weg Richtung Lehramt mit dem Fokus Spanisch, Französisch und Latein, welches sie zu dem Zeitpunkt studierte. Ob ihr Wunsch, Lehrerin zu werden, in Erfüllung gegangen ist, kann ich nicht sagen, aber ich hoffe es zumindest sehr. Gesanglich ist es halt leider sehr still um sie geworden. Das Interview mit ihr verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Dort findet ihr noch weitere Interviews mit Sänger und Sängerinnen der Anime Allstars. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Weiter geht's mit einem Gastsänger im Team, nämlich Gerhard bzw. Gary Köhler, den ihr höchstwahrscheinlich durch zwei Songs kennen werdet. Zum einen aus dem ersten Detective Conan Intro Nur Fragen in meinem Kopf sowie dem Yu-Gi-Oh! GX Opening Generation Next. Nur Fragen in meinem Kopf, noch keine Antwort entdeckt. Seine Stimme könnte man aus 1000 Leuten heraushören und gerade für die beiden Lieder hat es fantastisch gepasst. Doch auch in der ersten Yu-Gi-Oh! Serie sowie das erste Conan-Ending hat er für Arts of Toiko gesungen. Bei Gary blieb die Musik danach wieder über die Jahre im Mittelpunkt. So trat er mehrmals zusammen mit anderen Musikern bei der Roadshow Flughafen München auf. Zuletzt sogar 2023 mit dem Thema Comeback of the 80s. Oder auch im Deutschen Theater München war er zu sehen. Zusammen mit einem anderen Gary, nämlich Gary Hohlweg, hat er die Coverband Gary und Gary. Und wenn man so auf ihren Terminplan schaut, sind sie auf jeden Fall sehr gefragt. Und Fun Fact, die Anime All-Star-Sängerin Tina Frank hat ebenfalls schon mit der Band performt. Also Tina Frank kennt ihr unter anderem aus dem Detective Conan Opening Mein Geheimnis oder dem Inuyasha Opening Was ist Zeit. Doch eines seiner Herzensprojekte dürfte 2021 die Eröffnung eines Musikladens gewesen sein, den er zusammen mit zwei weiteren Gesellschaftern gegründet hat. Passenderweise heißt der Laden The Music Shop und befindet sich in München und lässt sich durch seine bunte Optik eigentlich kaum verfehlen. Eine weitere Gastsängerin war Ariane Roth. Ariane kennen wir durch das Detective Conan Intro Schicksal und nicht zu vergessen die Pokémon-Lieder Mit dir und Wir gehen den Weg zusammen. Oh yeah,
da sie als Tochter von dem Schauspieler und Sänger Ron Williams eh schon von klein auf in dem Medienbusiness verankert war, ist sie auch über all die Jahre weiterhin dort aktiv. Sei es als Solosängerin oder mit den Bands Evotion oder Azalange hat sie noch regelmäßig Auftritte und veröffentlicht Songs. Doch auch mit ihrem Unternehmen Stimmpower ist sie unterwegs, wo sie Coaching für die Stimme im Bereich Sprechen sowie Gesang gibt. Das ist aber nicht ihre einzige Unternehmung, die sie führt. Denn mit Sing mit Ariane Roth Online-Chor bietet sie eine Form der Wellness durch das Singen an. Ich bekomme schon Burnout beim Aufzählen von den Sachen, die sie macht. Auch wenn sie nicht viele Anime-Songs gesungen hat, habt ihr bei ihr ebenfalls gute Chancen, ihre Stimme aktuell zu lauschen. Es geht Schlag auf Schlag mit dem nächsten Sänger weiter. Ich hoffe, ihr habt diese geniale Anspielung verstanden. Denn es geht um den Sänger vom ersten Beyblade-Opening, Thomas Fock. Das war aber nicht sein einziger Beyblade-Song, denn auf dem Album hat er mit Du kannst mich nicht runterziehen und Es geht rund noch zwei weitere aufgenommen. Natürlich darf auch nicht das zweite Conan-Ending frei schweben auf seiner Liste fehlen. Tom Fock ist Gründer und Leadsänger der Band Lustfinger, die seit 1981 existiert. Ja, die Band gibt es immer noch und gehört damit zu den ältesten Punkbands Deutschlands. Was auch gleichzeitig die Frage beantwortet, was Tom aktuell macht, denn er tritt weiterhin mit seiner Band auf. 2023 scheint für Lustfinger aber etwas vom Pech verfolgt zu sein, da bereits ein paar Gigs abgesagt werden mussten. Wer aber die Band live sehen möchte, muss einfach deren Website im Auge behalten. Daneben ist er zudem auch als System- und Network-Administrator tätig. Zu guter Letzt haben wir noch Stefan Erz, der Sänger des zweiten deutschen One Piece Openings Ins Licht. Doch auch er durfte zwei Lieder auf dem Beyblade-Album beisteuern. Wir treiben immer sieben, als wenn's aus Norden weht und drehen uns wie der Wind sich dreht. Zieh ab, ich tu, was ich tun muss. Mach Platz, machen wir jetzt Schluss. Der Sänger ist bereits seit den 80ern im Musikbusiness unterwegs und durfte auch im Disney-Film Mulan den kultigen Song Sei ein Mann als Hauptmann Li Shang singen. Yep, das hier. Und das haben den gleichen Sänger. Und er war auch Mitglied der Band Wind, bei der auch Petra Scheeser Mitglied war und hat beim Eurovision Song Contest teilgenommen. Deswegen ist natürlich klar, dass er auch nach all den Jahren immer noch mit Musik sein Geld verdient. Zum einen als Sänger auf der Bühne und Songwriter, aber auch als Gesangslehrer, Autor und Moderator. Eine Besonderheit ist sein Kabarettprogramm mit dem Duo Akatscht, wo er zusammen mit Hans von Celius durch die Kleinkunsttheatern in Deutschland tourt. Hans von Celius ist übrigens auch kein Unbekannter im Anime-Bereich, denn er hat auf dem ersten Pokémon-Album den Song Vertania City gesungen. Außerdem ist Hans mit der Anime All-Stars-Sängerin Ruth Kirchner verlobt. Stand 2018, also vielleicht inzwischen auch schon verheiratet. Damit könnt ihr Stefan, Hans und wie beim letzten Mal schon erwähnt auch Ruth immer noch regelmäßig auf der Bühne erleben. Und im Prinzip treten mit Akatsch zwei Anime All-Stars-Sänger zusammen auf. Ich denke, damit haben wir einen absoluten Großteil der Anime All-Stars abgedeckt. Die CDs hier werden nochmal ein eigenes interessantes Thema werden. Bis dahin schreibt mir gern einmal in die Kommentare, welcher Anime All-Stars-Sänger oder Sängerin euer Favorit ist. Hier an meiner Seite habe ich euch einmal den ersten Part dieses Formats verlinkt. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und ein ganz besonderer Dank geht an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns dann beim nächsten Video auch schon wieder.